Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, während Al Gore mich wieder zuspammt. Und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit South Park, der Stab der Wahrheit. Und Stan, hast du ehrlich auf deinem Handy rumgetippert, während ich hier mit den Zuschauern rede? Keine Höflichkeit, die Jugend. Dafür mache ich deinen Drachen kaputt, hast du davon. Ich muss ja irgendwie ein bisschen pädagogische Werte hier vermitteln. Dafür ist so ein pädagogisches Spiel wie South Park ja quasi prädestiniert. Auch die ganzen schönen Familienbilder, kann man die kaputt machen? Ha! Ey, es muss auch möglich sein. Sag mal, sind Kanadier geschützt oder was? Gut, ist nur ein Kanadier mit dabei, aber egal. Es geht mir ums Prinzip. Und aus Prinzip möchte ich auch diese Truhe hier öffnen und kann das nicht. So ein Scheißtrick aber auch. Na gut, dann müssen wir mal schauen, was überhaupt die Quests sagen. Ich habe jetzt sicherlich Quests ohne Ende und ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Ja, ich habe noch ein Mr. Hanky, eins von Mr. Hankys Kindern zu finden. Cornwallis. Ich habe noch Kinder zu finden beim Versteckspiel. Ich muss verhindern, dass Al Gore mich zuspammt. Das habe ich auch schon gemerkt. Auswählen. Auf Karte anschauen. Ja, wo auch sonst muss ich hin. Und magische Musik. Begib dich zum Haus der Mars und mach dich bereit, mit Stan gegen die böse Ogerin zu kämpfen. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Ach ja, ich muss ja Menschenbanner zerstören, stimmt ja. Aber die Quest, die existiert weiter. Interessant. Ich kann also quasi auf beiden Seiten zugleich ein bisschen agieren. Warum auch nicht? Man hat ja sonst nichts zu tun. Aber erstmal werde ich auf jeden... Ach so, kann ich das machen, indem ich... Freunde? Kann ich ihn... Oder muss ich ihn persönlich entfreunden? Macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich ihn persönlich ansprechen muss. Entfreunden, weil eigentlich ist das doch eine Sache. Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible. Ja, Taco Bell, ist klar. Du mich auch. Ist das jetzt jemand, der mich angreifen würde? Hoffentlich nicht. Ja, ich hau ihn und er bewundert mich. So gehört sich das. Ist echt ein feiner Junge. Ahoy, Maplebeard. Gut, das sind die drei, die ich schon gefunden habe, offenbar. So, irgendjemand muss sich doch jetzt mit mir anfreunden wollen, oder? Ich bin doch jetzt ein ganz hipper Junge. Ach, dann eben nicht. Verreckt doch alle. Hä? Hey, Big Nose, you should consider having some work done. I like the stapler. I thought it would some arrive Snyder's by the work. So, einmal Richtung Schweinebärmann. Also vermeintlich Schweinebärmann, wenn man ihn hier hört. Kaputt. So. Dann gehen wir doch mal zu ihm hin. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Okay, ich bin der Schweinebärmann. You think they'd know better. Auweia. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Oh nein, oh nein, 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 das ist übel, das ist... Ich bin im Arsch. You cannot escape the scientific certainty of global climate change.
her! Ach du Schande, ist das übel. Erstmal Gegenstand. Ich brauche einen Heiltrank, damit ich ihn heilen kann. Aufwachen, du Hund. Wir haben Dinge zu tun, wichtige Dinge. Erstmal knattern wir ihn mal so richtig voll. Das senkt auch die Rüstung, by the way. Und brennen ist immer gut. Und Stans Schwert, was haben wir denn da so schönes? Fähigkeiten. Diskus der Macht und... You got somewhere you'd rather be? Ah nee, brauch eigentlich nur eins. Mach ich das oder was gibt's noch? Todesmarkierung? Ja, machen wir. Das ist ja ein extra Angriff vermutlich. Autsch! Das tut ja schon mal im Zusehen weh. Und jetzt können wir mal richtig schön mit dem Diskus der Macht angreifen. Oh, wieder so ein Scheißangriff. Das wird interessant. Naja, ging ja halbwegs. Excelsior! Excelsior! Oh Gott. Protect the former sword of Vice President! Mikael? Oh, ich glaube, ich wende das mal an. Klingt eigentlich ganz cool. Da habe ich ein paar Gegner mehr und es sollte sich ein Schutzschild um mich dann aufbauen. Bin ich mal gespannt. Ob das funktioniert, wie ich es mir hoffe. Und Brutzel, Brutzel, Brutzel. Jetzt kann ich mal den Wirbel... Oh, kann ich nicht. I'm low on enchiladas, but I think I can hold out. Todesmarkierung. Ach du Schande, die sind ja richtig gut gepanzert. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Mal sehen, was das da bewirkt. Von 1060 auf 1034. Okay, kann man mal machen. Oh, da kriege ich sogar auch noch El Gore erwischt. Das ist ja gut. Wunderbar, Al Gore noch mit erwischt. Au! Oh, no, you don't. Schande! Gortastic. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, ich bin im Arsch. So, it's a stand-up. So, einmal Heilung, die ich ganz, ganz bitter nötig habe. I'm low on enchiladas, but I think I can hold out. Ach du Scheiße. Ja, mach ich das mal auf den. I'm hit! Ow! Ah! 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 Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte El Gore noch hat. Ach, scheiß die Wand an. Ich brauche auch bei ihm einen Gesundheitstrank am besten. Und dann mal hoffen, dass es irgendwann mal reicht. El Gore darf gerne mal sterben. Ach du Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße zum Quadrat. Scheiße. Taco Bell will be pleased. What's that? Are you serious? Was war das denn für ein blöder Kampf? Heide wird's geheide, Röslein. Ich glaube, da brauche ich jemand anderen an meiner Seite. Da würde ich mal sagen, gehe ich auf Kenny. Da brauche ich Einhorn-Power auf jeden Fall. Alter Falter, was war das denn? Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless...
of course. So. You're no normal human kid. Ich musste noch it's irgendwie besiegen können. I have you now. Let us fight to the death. Genau, Kenny. Now der nervt. Let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Oh, ich bin im Arsch wieder. The scientific certainty of global climate change. So. Wieder das gleiche wie eben. Ich muss hier erstmal einen Heiltrank, damit er von seinem Status geheilt wird. Der gute Kenny. Und dann. Und dann. Geht's rucki zucki mit Feuer drauf los. Au! Boah, das bringt irgendwie jetzt nicht wenig. Verzauberung. Ja, machen wir mal. Einmal verzaubern. Autsch. Ach, klappt auch bei ihm. Ich hab's schon für einen Moment dran gezweifelt. Fähigkeiten. Ah nee, Einhorn muss ich mir noch aufsparen. Dann muss es erstmal, glaube ich, der Bogen tun, ja. Hey. Ouch. Ah, Mist. Gortastic. Ah, Scheiße. Oh. Dann lass knattern, würde ich sagen, oder? I'm low on enchiladas, but I think I can hold out. Bam, 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 bam. Ouch. I'm hit. Was kann ich hier machen? Ich muss doch irgendwie was tun können. So it's a standoff. Ja, machen wir mal so. Hab zwar nicht viel Hoffnung, aber egal. Mal sehen. Boah, gerade ebenso. Ah, das war schon besser. Und nochmal, ja. Kenny überlebt's. Oh, oh. Oh, Mann. Das hätte ich besser machen können. Excelsior! Excelsior, genau. Gegenstände, Gesundheitstrank, groß. Gut, dann einmal Blitzkraft oder... Ja, mach ich mal. Ich mach nochmal die Blitzkraft, mal sehen, ob das was bringt. Oh, das war nur toll. Mehr allerdings nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Gesundheitstrank groß auf Kenny da selbst. Jawohl. Uff. Irgendeinen muss ich hier aus dem Kampf nehmen. Nehmen wir den mal aus dem Kampf, würde ich sagen. Oh, zu früh, scheiße. Hoffentlich reicht's aus. Oh, ich hab ein ungutes Gefühl. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Ach, ich hab ein richtiges Gefühl gehabt. Weiter. Ich glaube, diese Geschichte muss ich noch ein bisschen aufsparen. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, leider. Da war doch irgendwas gerade, als ich wegging. Bin ich besessen oder ist hier tatsächlich irgendwo der Schweinebärmann? Ah, jetzt muss ich mir die Scheiße noch weiter anhören. Ich könnte kotzen.
Da wollte ich ja den Langbogen mal ausgerüstet haben. Und wenn wir schon dabei... Oh, sogar zwei Stück. Sehr schön. Was für Flicken haben wir denn da? Einmal Eiswürfel, die nehmen wir. Und dann noch, weil es so schön ist, die kleine Butanfackel kann ich leider noch nicht draufpacken. Bei perfekten Angriffen 15% zusätzlicher Schaden. Macht auch was her. Nehmen wir das noch mit drauf. Und dann bin ich hoffentlich erstmal glücklich. Boah, vielleicht mit der richtigen Rüstung könnte ich den Kampf nochmal angehen. Aber derzeit ist das ja nicht sehr hoffnungsvoll, das Ganze. Bah, muss ich mal sehen, was gehe ich als nächstes an Quest. Magische Musik, Menschenbanner zerstören. Ich gehe die Ogerin an. Ah, da unten muss ich hin. Zu Stans Haus, das ist das Grüne. Gut, dann wollen wir mal hingehen. Ach, das ist ja gleich bei Kals Haus in der Nähe. Oh, muss ich wieder hier raus, das ist ja furchtbar. So, auch wenn wir nicht wirklich was geschafft haben, werde ich euch leider trotzdem bis zum nächsten Tag vertrösten, beziehungsweise zur nächsten Folge. Und dann sehen wir, ob wir dort die Ogerin besiegen können oder ob wir ein ähnliches Desaster erleiden wie gerade eben. Bis dahin sage ich nur ciao, ciao und schaltet wieder ein, wenn es heißt Dattelzeit mit South Park, der Stab der Wahrheit.